Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Auch heute habe ich wieder ein cooles Arena-Highlight für euch im Gepäck und dabei geht es um die Karte Volcano. Eine Karte, die in der Arena meines Erachtens absolut insane ist. Wir haben diese zweimal gedraftet mit einem Schaman und ich finde, dass diese Karte auch ganz schön was carryen kann. Ich möchte nicht zu viel verraten, seht euch einfach an, wie ich eigentlich zerstört wurde und dann mit einem einzigen Play plötzlich wieder drin im Match war. Volcano, unglaublich geile Boardkill-Karte, die man auf so viele Arten und Weisen auch interessant nutzen kann. Also im Endeffekt geht es heute nicht nur um Volcano an sich, sondern natürlich auch um die Plays, die mit Volcano kombiniert wurden. Und deswegen war es mir das Highlight auf jeden Fall wert. Schaut euch an, was man da alles Kurioses in der Arena veranstalten kann. Und wir sehen uns beim nächsten Video dann hoffentlich auch wieder. Macht's gut. Troll versus Troll. For Doomhammer. For the Frostwolves. Starting Reporter, denke ich, behalten wir mal. Oh, Ancestral Spirit. Also das war definitiv die Win Condition tatsächlich. 4 Mana 7-7 zweimal. Das ist halt schon krank. Ist halt schon echt krank. It's time for a little blood. Ich denke, der Lightning Bolt geht klar. Verliere gerade mit Questfury gegen Questmage, weil ich meine Dirty Red nicht ziehe. Tontodem. Ich hoffe einfach mal, er muss traden. Gegen Shami ist sehr riskant, was ich gerade gemacht habe. Oh, noch ein Ancestral Spirit. Ja, jetzt traden wir so, weil wir die Darling Reporter auf jeden Fall beschützen wollen. Aber dass dafür der Hex rausgeht, geht für mich relativ klar, sag ich mal. Give me a quest. Der Questing Adventure jetzt liegen bleiben würde, wäre mega. Natürlich. Natürlich. Warum nicht den 1-1er? So der einzige, der nicht getroffen werden durfte. Wow. Jetzt muss ich den U spielen. Das ist natürlich schlecht. Ja, wir haben leider kein AOE, ne? Doch, Volcano. Volcano wäre sogar ganz gut. Fucking Totem, ja. Echt jetzt kein Poison? Kein Taunt Totem. Hey, Betrani. Da glaube ich, werden wir uns nicht von erholen. Wow! Windfury. Wow. 21 Schaden in einem Turn. Alles klar. Wow.
Tarntotem, bitte. Danke. War so klar, dass er Lightning Storm durch Fahrzeug gibt. War so klar. Es war einfach so klar. Das ist der Hammer. Und ein Tarntotem, durch das ich nicht durchkomme. Das lässt die ganze Sache wieder möglich erscheinen. Tide rises. Okay, er darf jetzt keinen Burst haben. Ich habe zweimal einen 4-8er Taunt. Ich habe leider keinen Heal mehr, wenn ich es richtig sehe. Und er silenced es. Ey. Was ein Arsch. Egal, ich mach Assassin's Spirit nochmal drauf. Mir vollkommen egal. Nicht jetzt, aber direkt danach. Na klar, hat er... Spielen wir Constructed? What? Okay. Meine einzige Überlebensmöglichkeit, den Drake mit Assassin's Spirit zurückbringen, um mit Volcano's Bot zu clearen. Natürlich kommen die ganzen 4-1-1er jetzt zurück. Aber wir haben noch nicht verloren. Wir haben erst verloren, wenn es vorbei ist. Okay. Naja, mach nur. Ich hab erst verloren, wenn's vorbei ist. Bin leider noch etwas off-lethal. Ich muss jetzt so viel wegtraden wie mir. Also ich muss sie alle wegtraden. Nicht verloren. Don't forget to tip the tauren. Sester Spirit. Okay. Ich hab's noch nicht verloren! Ich verliere es nur durch Lava Burst! Ah,
ash to ash. Hey, 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 hey. Ich verliere es nur durch Top der Glamour Burst. Komm, ich hab mich hier im Match gehalten. Ratte, so nicht. So nicht. Ich gewinne das. Das ist doch trotzdem Lisa, oder? Ja, es ist Lisa. Ja, es ist genau Lisa. Wow! Okay. Das waren interessante Plays. Ich glaube, das, was mich hier am Leben gehalten hat, war Cestus Spirit auf den Drachen mit Vulcano. Ich glaube, das war ganz nett. Spannendes, scheiß spannendes Match, Mann. Ancestral Spirit into Volcano, into Taunt, into Lifesaving. Ich feier's. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Tobt euch aus. Und im letzten Video habe ich einen unglaublichen Arena-Warlock gespielt. Schaut euch das an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.